Das Weltall, unendliche Weiten. Um es zu erleben, muss man nicht unbedingt in eine Rakete steigen. Dafür genügt ein Besuch in der Görlitzer Sternwarte am Fuße der Landeskrone. Auch die Bewegung von Sonne, Mond und Planeten kann man hier unter fachkundiger Anleitung betrachten. Und das kann man eben dann hier auch schön veranschaulichen. Deswegen haben wir eben auch diesen Projektor im Planetarium, um eben so die Bewegung und die Sichtbarkeitsverhältnisse der Planeten zu veranschaulichen. Wie bewegen sich die Planeten durch die Sternbilder von der Erde aus betrachtet und wann kann ich sie denn von der Erde aus gut sehen und wo? Möglich machen das die Görlitzer Sternfreunde, die hier am 20. Februar 1971, also vor 50 Jahren, ihre neue Sternwarte einweihten. Die Anfänge der Astronomie in Görlitz reichen aber viel weiter zurück. Ja, also wenn man jetzt ganz weit zu den Anfängen zurückgehen würde, dann könnte man ins 16. Jahrhundert gehen mit unserem Bartholomäus Cotetus, Renaissance-Gelehrter, der von 1540 bis 1614 in Görlitz lebte und ein bedeutender Astronom war. Und die eigentliche Geschichte der Sternwarte, die beginnt dann 300 Jahre später, so etwa, also 1856. Damals wurde das neue Gebäude des Augustums eingeweiht, das wie viele Gymnasien dieser Zeit eine Schulsternwarte erhielt. In der Mitte des 20. Jahrhunderts entsprach dieser innenstädtische Standort jedoch nicht mehr den Anforderungen. Ja, es ist natürlich, liegt nun in der Natur der Dinge. Der Astronom braucht immer dunklen Himmel und die Stadtbeleuchtung nahm natürlich zu. Das ist ja im Zentrum der Stadt. Und man sucht natürlich für eine Sternwarte nach einem dunklen Standort, das ist klar. Also auf dem Berg schon mal immer gut. Und auf dem Berg habe ich ja immer eine gute Rundumsicht. Ein weiteres wichtiges Kriterium war der freie Blick nach Süden. Süden ist die Hauptbeobachtungsrichtung für die Astronomen auf der Nordhalbkugel. Und die helle Stadt kann ich dann im Norden hinter mir lassen. Also irgendwo ein Standort am Südrand der Stadt. Und das war dann so auch von der Medienanbindung her dann der optimale Standort, den man dann gefunden hat, dort wo jetzt also die Sternwarte steht. 1968 begann man mit dem Bau. 1971 war es dann soweit. Denn der erste Bauabschnitt war fertig und es sollte ja weitergehen. Und voller Freude hat man dann also am 20. Februar 1971 die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes gleichzeitig mit dem Umzug der Sternwarte verbunden. Und damit ist das so ein Zwischenjubiläum in der langen Sternwartengeschichte, dass wir vor 50 Jahren also die Sternwarte jetzt hier in Görlitz-Biesnitz haben. Dieser erste Bauabschnitt beinhaltete die 4-Meter-Kuppel mit Spiegelteleskop, einen Vortragsraum und ein Fotolabor. 1989 kamen dann noch ein zweiter Beobachtungsturm mit 3-Meter-Kuppel und das Planetarium hinzu. Nach der Wende ab 1990 lief der Betrieb erst einmal kontinuierlich weiter. Doch das blieb nicht so. Ja, also auf jeden Fall ein einschneidendes Datum 2006. Wir hatten noch ganz groß eigentlich 150 Jahre Sternwarte begannen, also die Feierlichkeiten gemeinsam mit dem, war ja nur wieder Gymnasium, Augustum, gab es so Feierstunden und Ausstellungen, das haben wir alles gemacht. Aber im Rahmen eines Konsolidierungsprogrammes musste eben die Stadt ihre freiwilligen Haushaltsposten alle abgeben. Dies führte dazu, dass die Sternwarte zum Jahresbeginn 2007 geschlossen wurde. Dies stieß jedoch bei den Görlitzer Schulen auf großen Widerstand. Und so gab es ein Happy End. Ja, und ja, nach langen Verhandlungen war es dann soweit, dass dann 2011 mit den Görlitzer Sternfreunden und der Stadt dann ein Nutzungsvertrag ausgehandelt wurde. Und seitdem sind wir eben so quasi eingemietet, haben da auch immer unseren monatlichen Obolus zu entrichten. Und die Stadt hat wieder bescheidene Mittel eingestellt für die Unterhaltung des Gebäudes und auch wenn an der Technik dann Reparaturen notwendig sind. Heute ist die Görlitzer Sternwarte wieder ein beliebter Anlaufpunkt für die astronomiebegeisterten Görlitzer. Und wir haben es also so, dass wir natürlich immer Veranstaltungen anbieten,
in der Sternwarte auf Voranmeldung. Da kann man also unsere Internetseite besuchen. Da ist unsere E-Mail-Adresse. Das klappt immer ganz gut. Da guckt man täglich rein. Oder auch telefonisch. Da ist dann ein Anrufbeantworter und dann rufen wir zurück. Wer sagt, er will sich jetzt nicht immer jedes Mal anmelden oder so, da haben wir das so geregelt, dass jeder erste Sonnabend im Monat ist immer so 19 Uhr, jeder erste Sonnabend des Monats 19 Uhr. Da kann man einfach kommen, so wie zum Kino, und ab 18.30 Uhr ist Einlass und dann kann man hier, machen wir die öffentlichen Veranstaltungen für die Besucher. Natürlich vorausgesetzt, dass die Corona-Beschränkungen fallen. Hinzu kommen die Astronomietage als alljährlicher Höhepunkt, die aber im März wahrscheinlich noch nicht stattfinden können. Auch baulich besteht schon wieder Handlungsbedarf. Wir haben über unserem großen Teleskop eine Beobachtungskuppel. Das ist eine Eigenbaukuppel vom Waggonbau. Die ist ja nun schon älter als 50 Jahre, ist auch jetzt noch ganz relativ gut im Schuss, aber es ist absehbar, diese Stahlkuppel muss erneuert werden. Und das ist also unser großes Ziel jetzt als Verein, so unsere nächste Aufgabe, dort Mittel einzuwerben, doch das zu veranlassen, dass wir über dem großen Spiegelteleskop, was wir haben, eine neue Beobachtungskuppel draufsetzen können. Es wird dann auch eine Plastkuppel sein. Beschließen muss dies aber letztlich die Stadt als Eigentümerin der Sternwarte. Die Sternfreunde ihrerseits haben ihre Präsentationstechnik auf den neuesten Stand gebracht. Und wir haben jetzt erst in jüngster Zeit bei einem sehr feinen Projekt mitgemacht, bei den Mitmachfonds Sachsen. Und dort haben wir gefordert bekommen, einen großen 86 Zoll aktives Display, also Monitor wollte ich schon sagen, aber es ist ja eigentlich ein aktives, interaktives Display, das natürlich die Möglichkeiten im Planetarium wunderbar ergänzt. Besonders freuen sich Lutz Panier und seine Mitstreiter jedoch darauf, wieder Besucher in der Sternwarte empfangen zu dürfen. Aber dem Astronomen ist ja eigen, dass er permanent auf der Lauer liegt, ob es nicht plötzlich irgendwo am Himmel aufreißt und die Sterne zu sehen sind. Und dann heißt das, alles stehen und liegen lassen und sofort zum Fernrohr.